Hallo und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind hier immer noch im Schloss Dimitrescu. Hat der ja nicht hingehangen, der alte. Der Sack. Wie geht das hier? Okay. Das sind bestimmt die ganzen Edelsteine, die ich dem Penner verkauft habe. Ganz bestimmt. So, und das waren einige. So, in der Richtung sind wir, glaube ich, durch, hätte ich jetzt fast gesagt. Stay safe, ja. Versuch ich ja, aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Lauf weg. Ja, kann sie kaum alle erledigen. Wir können es mal probieren, ich meine. Die eine oder andere Munition habe ich ja. Wir haben ja die Maske, eine Maske haben wir da gelassen. Haben wir hier schon lang? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es. Ja, Küche. Küche doof. Genau. Hierzu. Genau. Ist es jetzt ein paar Tage her, als ich aufgenommen hatte? Na, erstmal wieder reingucken, was denn hier so abgeht. Okay. So. Ich dachte, ich hätte was gehört. Auf. Einmal durch. Okay, wir gehen mal hoch, würde ich sagen. Wir konnten das ja hier frei teleportieren. I don't know. Also wir konnten was machen. Okay. Das Glibber. Hier liegt wieder so ein schönes Bärenfell. Und eine Kuh oder so. Aha. Okay, der Duke ist also Kunstsammler. Von Fröschen, Schafen, Wölfen, okay. Spinnen und nichts. Das Gemälde eines Schmetterlings. Es ist fest im Rahmen fixiert und kann nicht entfernt werden. Okay, wir müssen also ein Bild finden. Ein leerer Bilderrahmen. Irgend so ein scheiß Rätsel, Alter. Aha. Das hier ist auch es ist fest im Rahmen fixiert mit Stacheldraht auf jeden Fall. Und das da auch. Das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Das auch. Aha. Die Räuber stehen in Reihe und Glied. Einer, ein jeder auf seine Beute schielt. Okay, okay. Also, der untere Wolf guckt ja nach rechts. Und der da oben, was hat der im Maul? Sieht aus wie so ein Flügel oder so. Also der könnte dann vielleicht... Ja. Frosch? Der Frosch guckt auf seine Beute. Was könnte der Frosch? Der könnte die Spinne. Und hier die Schafe. Finden wir noch ein Bild? Die Räuber stehen in Reihe und Glied. Ein jeder auf seine Beute schielt. Was hat er da im Maul? Ich kann es nicht erkennen. Aber die Schafe, die schienen halt nirgendwo hin. Also in die Richtung. Das heißt, hier fehlt auch irgendwie ein Bild. Wir gehen mal weiter. Schafe fressen ja keine... Also, nein. Vielleicht fressen die auch Füchse. Handgezeichnete Karte. Okay. Den einäugigen Schlüssel finden. Ja, schön, dass mir alles immer so schnell weggenommen wird wieder. Nein, hier. Objekte. Hier, handgezeichnete Karte. Okay, wir kommen hoch. Da ist der Schlüssel. Okay, das heißt, wir müssen erstmal rechts lang. Und das heißt für mich, ich gehe erstmal links. Ganz einfach. Okay, da ist noch ein Äugchen. Ein Äugchen. Ja.
So sagt man das wahrscheinlich. Zack. Weg mit die Viecher. Okay, Pistolenmunition. Können wir gut gebrauchen. Hier auch nochmal rein. Auf die Tür. Hier den einäugigen Schlüssel finden. Da war doch unten. Okay, hier waren wir schon. Ah, okay. Hier haben wir jetzt einen Shortcut geöffnet. Aha. Wir gehen das hier ganz systematisch durch. Alles klar. Haben wir das geglibbert? Nee, okay. Okay. So weit, so gut. Und hier waren wir also gekommen. Das heißt, wir müssen drüben zum Schlüssel. Den Bildern, okay. Ein jeder schielt auf seine Beute. Ich will noch mal rein. Vielleicht müssen die Schafe... Weil der guckt doch nach hier. Der guckt rüber. Die fressen doch Ich weiß es nicht genau. Ich bin der Meinung, hier fehlt ein Bild einfach. Frosch. Sabine. Okay. Ja, wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. Nehmen wir die Bilder mit? Nö, lassen wir da. Okay, einmal Licht an, bitte. Können wir den Kopf treffen? Ja. Okay. Ist schon ekelhaft. Okay. Wo geht das hin? Da oben. Okay, wait. Das ist hier irgend so eine Trap, ich schwör's euch. Wir sind hier in der Ecke. Sieh an, du steckst voller Überraschung. Was für ein... Das ist doch ein Fernsehen. Okay, jetzt rennen wir wirklich mal. This way, alles klar. Tür zu. Oh, cool. Danke, Micha. Ich bin von diesen Kreaturen hier reingeflohen. Aber wo ist der Schlüssel mit dem Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Wieder falschen Knopf. Okay. Ja, wir sind doch im falschen Zimmer, du Lauberger, du. Was für ein Geräusch? Was? Geh nicht, zu schwach. Don't go, too weak. Okay. Hinter Kamin. Hier sind Bilder. Liegt ein Bild. Okay. Wenn ich irgendwo schon... Wir könnten noch mal... Der Shortcut oben ging doch hier in das Atelier. Da könnte man auch noch mal gucken, ob man da vielleicht jetzt ein Bild findet. Sind wir jetzt wieder auf dem Dachboden? Ja. Take this. Oh! Sorry. Neue Suppe! Das ist die Waffenkammer. Wo wir die eine gekillt haben. Ja, hier ist aber alles wieder repariert. Okay. Liegen wir also an den Orten? Nee. Nein. Behälter 2, okay. Gibt anscheinend noch mehr davon. Jetzt stärker. Stronger now. Okay, nice. Okay. Da noch was zu sagen? Micha? Was ist los? Okay, auf Gegner fokussieren. Gegner lähmen. Oh, cool. Das ist geil. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Piss dich hier. Geh aus dem Weg, Mann. Drecksteil. Okay, ihr könnt es nicht sehen. Warte mal. Hier unten rechts haben wir dreimal, können wir das einsetzen, die Fähigkeit. Zweimal haben wir noch. Ich setze mich mal wieder drüber. Okay, genug gelacht. Was haben wir hier? Nichts. Einfach nur ein Loch in der Wand.
Okay, was? Das auch. Okay. Aha. Weißer Salbei. Und damit stellt etwas Mutamizetkraft wieder her. Ach, das wird nicht automatisch aufgeladen. Ah. Das ist ja doof. Hab ich. Okay. Sei vorsichtig. Be safe. Ich renne mal weiter. Ich renne wieder zurück. Bruder. Sehen die mich? I don't know. Immer in die Tür bitte rein. Ja. Tür wieder auf. Ein bisschen Muni haben wir ja, ich meine. Los. Oh Junge, bewegt er sich wie so ein Stück. So, okay, haben wir auch. Was weg ist, ist weg. Okay, jetzt kommt Herbert hier raus, Alter. Bitte einmal rein. Oh, ich krieg Angst hier. Ich krieg Angst, wie ich stände. Komm rein, Herbie. Herbie. Wartet er vor der Tür? Herbert. Okay, er ist wieder in die Tür rein. Warum lade ich den jetzt nach? Oh! Warum ziele ich nicht auf den Kopf? Digga, automatisches Ziehen und er zielt auf die Brust. Also sie. Der Spiel quasi. So, wir können jetzt mal hier unser Kraut einsetzen. Mal sehen. Benutzen. Oh, stell zwei sogar direkt wieder her. Okay. Vielleicht sogar alle drei. Hätte ich vielleicht noch warten sollen? Mal eben an meinem Laptop. Laptoppe. Okay. Pistolenmuni? 5 Stück nur. Ja. Ist doch nicht. Wir haben jetzt noch 17 Schuss und 16. Ah! Ja, ein Eier Schlüssel, ne? Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mutamizet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht, wie bei Sklerozien, eine Destabilisierung, eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlagerung der Bewegungen, durch welche besagte Organismen praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Allah. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störungseffekt nicht ausweiten. Sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Okay. Also, es ist alles begrenzt. Hier sind wir doch. Das ist der Umkleideraum. Hier waren wir doch mal geflohen und hier konnte man durch, glaube ich, ne? I don't know. Gut, ist ja 16 Jahre her. Der Duke hat hier aufgeräumt. Und ein bisschen für Ordnung gesorgt. Okay. Die beiden haben wir auch erfolgreich terminiert. Bisschen Angst. Muss das sein? Bruder. Oh, wow. Er ist aber schnell unterwegs. Nicht getroffen. Ah, ein Schuss zu viel. Okay, wir brauchen echt mehr Muni. Zur Not kann ich ja was herstellen, aber... Ja, komm. Nein. Okay, wir müssen halt echt nah ran an diesen
Glibberkram. Kann ich sie wiederholen? Nee. Leider nein. Wow! Langsam wächst er mir ans Herz. Benutzen Sie mit dem EC-Kräfte mindestens 20 Mal. Okay. Das ist ein seltener Erfolg. Spielt das hier niemand oder was? Okay, wir haben den einäugigen Schlüssel. Bilder. Ich muss nochmal reinschauen hier. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein. Okay, dann muss ich nochmal. Aber der Frosch schielt doch auf die Spinne, verdammt. Her den Scheiß jetzt. Die Schafe müssen doch dann nach hier. Also die Schafe müssen nach hier. So. Irgendwie. Spinne, ist eine Spinne ein Schmetterling? Eigentlich ja. Oder ist ein Frosch ein Schmetterling? Frosch wird ja keine Spinne essen, ne? Glaube ich. Ich, keine Ahnung. Noch nie einen gefragt. Warte mal, ist das ein Fuchs? Das ist doch ein Fuchs. Oder ist das ein Wolf? Füchse können ja Frösche essen. Also ich meine, warum nicht? Naja. Wir werden es irgendwann erfahren. Ich schwöre. So, warte mal. Ich wollte nochmal hier hin. Und nochmal gucken. Da hinten hatten wir das Glibber weggemacht. Und zwar hier nochmal. Irgendwo der Ofen. In das Atelier hier rein. Ob hier nicht. Irgendwo ein schickes Bild. Nee. Leider nein, leider gar nicht. Oben vielleicht? Hätten wir es schon holen müssen. Ich sehe nichts. Junge. Irre. Nur noch mal gucken, Leute. Die Folge ist, glaube ich, auch gleich zu Ende. Ja, 17 Minuten. Ich gehe noch mal auf den Dachboden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Grüße gehen raus an Luis. Und ich hoffe, du schaltest morgen auch wieder ein. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hau rein, Brudi!